Liebe Freunde, willkommen zurück bei Gothic 3 Enhanced Edition. So, auf der Suche nach den hungrigen Wölfen, die hier angeblich noch irgendwo in der Umgebung herumstreuen. Es ist natürlich in der Hinsicht problematisch, dass hier natürlich das Gebiet recht großflächig ist. Und ich keine Ahnung habe, ob ich die Wölfe überhaupt finden kann. Das ist kein hungriger Wolf. Es wäre alles andere wäre auch zu weit weg von hier, ne? Also ich glaube, da muss ich eher in eine andere Richtung gucken. Habe ich eigentlich genug Pelze jetzt, um ihn hier zu bezahlen? Hier, das dürften dann alle Wolfsfälle sein. Lass mal sehen. Ziemlich gute Qualität, dafür kriege ich sicher einen guten Preis. Wenn du willst, bringe ich dir bei, wie du jagst. Weißt du, wo ich hier Heilpflanzen finden kann? Nun, wenn du weiter ins Gebirge gehst, könntest du Glück haben. Pass aber auf, dass du nicht als Mahlzeit für die Wölfe endest. Zeig mir deine Ware. Pfeile. Bogen, Wildjäger. Dazu bist du noch nicht bereit. Dass ich dafür Jagdgeschick brauche, ne? Ja, ich schlaf mal eben kurz eine Runde. Vielleicht sind die Wölfe ja hier irgendwie rechts. Shit. Ist das Viech da tatsächlich in die Stadt reingelaufen? Okay. Ach hier. Nice. War vielleicht wieder riskant, weil ich das gemacht habe, ohne zu speichern. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Diese Truhen, die nicht besonders gesichert sind. Zu schwer. Da ist ein Haufen Müll drin, ehrlich. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir das Leuchtturmgold irgendwie finden. Zeig. Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Bolzen, Gold aus der Leuchtturm. Bastardschwert. Ach, hör doch auf. Ist jetzt nicht so schlecht. Mit 16.000 Gold. 80 Schaden. Meines macht. Okay, meins macht 75. Uff. Ist jetzt nicht so viel schlechter. Ich denke. Kann dir doch egal sein. Man muss eben aufpassen, was man so zeigt. Dass es auch solche Händler gibt hier. Am besten werde ich es
Das gibt doch nur wieder Ärger. Der letzte Chef sich daraus. Heilwurzel ist nicht gleich Heilpflanze. Mal gucken. Wo hat der alte Jack sein Gold? Was ist er denn? Ist er das? Ja. Ah, speichern. Noch mal Bolzen hier, woll! Und dann noch Dietrich, nehme ich beiden mit. Ich hörte, du hast Gold von den Rebellen kassiert? Ja! Ich denke, dir kann ich es anvertrauen. Sie waren hier und baten mich, ihnen Bescheid zu geben, sobald wieder ein Schiff in Sicht kommt. Ich glaube, sie geben die Hoffnung nicht auf, dass sie über See irgendwann noch einmal ihre Rettung naht. Gib mir das Gold der Rebellen. Ja, natürlich. Das soll ein alter Seemann schon mit so viel Gold. Aber gib es nicht leichtfertig aus den Händen, ja? Also, dass das jetzt so einfach war, I don't know. Gib mir das Gold. Ach Gottchen, ey. Oh. Kapdun. Kapdun. Ich will jetzt auch erstmal die Arena-Kämpfe machen, da freue ich mich nämlich drauf. Das gibt doch nur wieder Ärger. Ich dachte, dem kann ich das vielleicht sagen. Hey, guck mal, ich habe hier Gold. Diebesgold gefunden. Guck mal, wie die Leute da oben aufgehängt werden. Das ist mega ekelhaft. Das muss hier stinken, ne? Das ist so bestialisch. Boah. Ich weiß, Mann, ich weiß. Heilpflanze. Hier sind viele Heilpflanzen. 12 Stück brauche ich, ne? Wie viel habe ich? 11. Ja, easy. Meint er das hier vielleicht mit dem Gebirge? Keine Ahnung. Ach, guck mal. Muss man hier nur ein bisschen aufpassen. Ich speichere mal wieder. Bevor mir das gleich wieder zum Verhängnis wird, dass ich es nicht getan habe. Ich brauche Ruhe. Bist du hier, um in der Arena zu kämpfen? Was kann ich in der Arena gewinnen? Der Champion der Arena bekommt ein Schwert.
Verlierer bekommen gar nichts. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Zu Anfang werde ich dir einen leichten Gegner schicken. Wenn du es schaffst, ihn zu besiegen, sehen wir weiter. Was muss ich jetzt tun? Geh in die Arena und kämpfe. Wenn du sie verlässt, hast du verloren. Da steht er schon. Gegen einen Mensch. Also mehr trauen sie mir jetzt erstmal nicht zu. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Glaubst du? Na gut. Dann knöpfe ich mir den mal vor. Dann zeig mal, was du drauf hast. Leute, es gibt einen Kampf. Da, da. 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 Geh ran. Da, da. Da. Gut gemacht. Mist. Brauche ich vielleicht doch die Schildparade? Oder möchte ich mit einem Zweihänder kämpfen? Das würde mich halt auch interessieren, ne? Ah, ich weiß es noch nicht. Dann zeig mal, was du drauf hast. Es gibt einen Kampf, der das nicht bieten. Da, 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 da. Der ist stärker als ich. He's a little bit strong. Das so einfach mit so draufhauen geht wohl nicht. Dann zeig mal, was du drauf hast. Leute, es gibt einen Kampf. Acht auf deine Deckung. Lass dir das nicht bieten. Komm schon, den schaffst du. Acht auf deine Deckung. Okay, ich darf einfach nicht so stupide draufhauen. Schädelschild. Schwert. Was ist denn ein Schädelschild? Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Goldwert? 1125. Ist alles. Nichts zu holen. Du hast gewonnen. Aber dein Gegner war leicht. Also bilde dir nichts ein. Wenn du willst, schicke ich dir einen guten Gegner. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Gib mir einen Gegner. Du willst kämpfen. Du kannst kämpfen. Du wirst gegen meinen besten Kämpfer antreten. Geh in die Arena. Das gibt doch nur wieder Ärger. Das hat uns gerade noch... Das ist der, den ich gerade besiegt habe. Hier. Du Mistkerl, bist verdammt gut. Respekt. Du wirst es bei den Gladiatoren weit bringen. Wir passen auf. Okay. Der hat jetzt einen Zweihänder. Komm her, Bürschchen! Leute, es gibt einen Kampf! Hau! Lauf! Au! 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 Shit! Habe ich ein paar Fehler gemacht? Habe ich ein paar Fehler gemacht. Komm her, Bürschchen! Leute, es gibt einen Kampf! Shit! Dran! Au! Au! Ja. Hau drauf! Dran! Mist!
So, was Ätzendes. Das ist doch nicht so easy. Ich weiß nicht, vielleicht will ich doch später mal zwei Jahren spielen. Keine Ahnung. Schwierig. Na gut, liebe Leute. Ich beende den Part an dieser Stelle. Wir versuchen das im nächsten Part nochmal. Ja, und bis dahin, macht's mal gut. Wir hören uns morgen. Ciao.